Ja, schönen guten Abend und vielen Dank, dass Sie hier sind, weil ich relativ viel für die NZZ schreibe. Obwohl ich ja als ehemaliger Bayer auch ein Heimspiel hier habe, freue ich mich natürlich auch, dass Sie zur NZZ gekommen sind, trotz des beinahe schönen Wetters. Wie gesagt wurde, das wird ein Blick auf Europa aus meiner amerikanischen, kalifornischen Perspektive sein. Ich lebe seit 31 Jahren in Kalifornien, in Nordkalifornien, zwischen San Francisco und San Jose. Aber Sie sollen nicht vergessen, also mein Ursprung sozusagen ist tatsächlich im Freistaat Bayern. Ich habe hier an der LMU studiert und ich bin, wie schon gesagt wurde, in Würzburg, also nicht gerade im Zentrum von Bayern, 17 Kilometer von der baden-württembergischen Grenze, geboren worden, 1948. Und 10 Jahre später, 1958, begann meine Gymnasialzeit, auch in Würzburg. Und das war ziemlich genau 10 Jahre, nachdem der französische Außenminister Robert Schuman, der Außenminister einer Siegermacht, dem deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer eine Aussöhnung zwischen diesen beiden Nationen, zwischen Frankreich und Deutschland, anbot. Und das war eine großzügige Geste, weil es sich gezeigt hatte, dass diese Unversöhnlichkeit zwischen diesen beiden Nationen im Zentrum von Europa zu 2 Weltkriegen geführt hatte und auch zu anderen Kriegen, tödlichen Kriegen, die keine Weltkriege geworden sind. Also diese Geste von Schuman, 1948 in meinem Geburtsjahr, diese Geste von Schuman ist, denke ich, die Ursprungsgeste der Europäischen Union. Dr. Kurt Fiener war unser Lateinlehrer, also wir haben in einem neusprachlichen Gymnasium mit Latein begonnen. Und Dr. Kurt Fiener lag Europa am Herzen. Dr. Kurt Fiener sagte uns 10-Jährigen, wir sollten Latein lernen, weil der Blick auf das Römische Reich sozusagen ein Beispiel für ein homogenes Europa sein konnte. Also das hat er uns tatsächlich mit 10 Jahren zugemutet. Wir sollten Latein lernen. Wir haben nicht nur eine Lateingrammatik gehabt, sondern auch ein Buch Res Romanae. Da wurde also die römische Kultur als homogene Kultur dargestellt, durchaus mit der Absicht, so etwas wie ein neues Europa zu sehen. Eigenartigerweise erinnere ich mich, dass das relativ plausibel schien, dass Europa vielleicht eine Zukunft sein konnte für uns 10-Jährige, nicht nur für mich. Aber auf der anderen Seite erinnere ich mich auch, dass die Alterität, die Andersheit dieser römischen Kultur, das war, was uns tatsächlich fasziniert hat. Also zum Beispiel ein, das hätten wir damals nicht so formuliert, ein polytheistischer Götterhimmel mit diesen bunten Geschichten der verschiedenen Götter gegen den Hintergrund des Erstkommunionunterrichts in Würzburg zum Beispiel. Oder Gladiatorenspiele, die tödlich enden konnten. Das hat uns auch sehr fasziniert, nicht diese Geste. Oder zum Beispiel, als wir dann etwas Latein lesen konnten, also Cäsar zu lesen und zu sehen, wie Cäsar seine Legionen durch dieses neblige Germanien geführt hat, durch Sümpfe geführt hat, an einem Ort, das unser Deutschland war. Also eigentlich hat uns die Alterität, das Anderssein, mehr fasziniert als Europa als Projekt. Das war anders für Dr. Fiener, unseren Lateinlehrer Dr. Kurt Fiener, von dem ich später erfuhr, dass er Sudetendeutscher war. Das heißt also, jener deutschsprachigen Minderheit in der damaligen Tschechoslowakei angehört hatte, die nach 1945, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nicht in ihrem Geburtsland bleiben konnte. Das war jemand, 1924 geboren, der aktiv ein neues Europa als Heimat brauchte. Aber das war vielleicht für uns, die in Bayern Geborenen, so intensiv nicht der Fall. Wir waren mehr interessiert an der Andersheit, auch in Europa. Ich hatte zum Beispiel das Glück, mein letztes Gymnasialjahr in Paris verbringen zu können, an einer Schule, von der ich gar nicht wusste, dass es eine sehr prominente Schule war. Einige von Ihnen werden den Namen kennen, Lycée Henri IV in Paris, also gegenüber dem Pantheon. Für mich war dieses letzte Jahr in Paris attraktiv, weil damals die Fassaden in Paris noch nicht gereinigt waren. Das war noch das existenzialistische Paris der grauen Fassaden. Für mich war faszinierend, einen Geschichtslehrer zu haben, der Mitglied der Kommunistischen Partei war. Nicht? In Deutschland war die Kommunistische Partei gerade verboten worden, im Adenauer Deutschland.
Für mich war faszinierend, Philosophieunterricht mit Existenzialismus zu haben. Also für mich war die Alterität faszinierend. Und ich glaube, heute sagen zu können, weil diese Alterität in Europa immer weniger zu haben war, und davon möchte ich heute Abend reden, weil diese Alterität immer weniger zu haben war, habe ich mich 1989 entschlossen zu emigrieren. Also ich habe mich auch entschlossen zu emigrieren, weil damals, ich weiß gar nicht mehr, ob das in Deutschland weiterhin der Fall ist, eine Regelung bestand, wenn man 3 Rufe bekommen hatte, dann konnte man beim 4. Ruf nicht mehr verdienen. Das ist in Amerika natürlich nicht so, da kann man bei jedem Ruf weiter verdienen. Also das war auch ein Grund, muss ich erwähnen, warum ich nach Stanford gegangen bin. Also es waren nicht nur die hehren Europagründe. Aus der pazifischen Perspektive, und das ist relevant, die Ostküste und die Westküste haben einen anderen Blick auf Europa. Aus der pazifischen Perspektive hat diese diskret blaue europäische Flagge einen anderen Stellenwert. Sie ist etwas Sympathisches, aber nicht Zentrales. Es ist sozusagen ein Emblem einer freundlichen Distanz. Und ich denke, man kann auch sagen, dass die Hoffnungen, die Werte, die an diese Flagge in Europa geheftet sind, von uns in einiger Distanz wahrgenommen werden, auch wenn man, wie in meinem Fall, und das trifft für viele Kollegen gerade in den Geisteswissenschaften zu, in Europa geboren ist. Ich möchte Ihnen nun einige Beobachtungen aus dieser freundlichen kalifornischen Distanz auf Europa zum Besten geben, in provokatorischer Absicht. Eine Überraschung für uns eigentlich über die letzten Jahre ist, wenn wir nicht nur aus Stanford, sondern auch aus Berkeley oder aus UCLA nach Europa blicken, dass es eigentlich, wenn man mal von einer Schweizer Ausnahme absieht, keine Weltklasse-Universitäten mehr in Europa gibt. Es gibt keine Weltklasse-Universitäten mehr in Europa, vor allem nach dem Brexit nicht mehr, also wenn man Oxbridge sozusagen nicht mehr zur Europäischen Union rechnen kann. Wir sind überrascht, dass es, was die elektronische Technologie angeht, wenig Impulse gibt, die aus Europa können. Also der Berliner Bürgermeister hat mir in einem NZZ-Podium gesagt, es gibt sehr viele Start-ups in Berlin, mehr als irgendwo. Und dann habe ich gefragt, wie viele von den Berliner Start-ups schreiben denn schwarze Nummern? Das wusste der Berliner regierende Bürgermeister nicht zu beantworten. Also viel Technologie, relevante Technologie gibt es eigentlich nicht aus Europa, aber es gibt zum Beispiel ein generelles Tesla-Ressentiment. Ist Ihnen je aufgefallen, dass in den deutschen Medien, wenn immer der Name Tesla kommt, darüber berichtet wird, dass ein Auto einen Unfall hatte, dass das Geschäftsmodell nicht stimmt, dass man weniger Teslas verkauft hat? Ja? Also Tesla darf irgendwie nicht sein, das scheint mir so als Emblem ganz interessant. Aber ich frage mich auch aus amerikanischer Perspektive, aus pazifischer Perspektive und als emeritierter Literaturwissenschaftler, ob es eigentlich im heutigen Europa irgendein Äquivalent zu der großen Tradition von Autoren wie zum Beispiel Dante, von großen Malern, NZZ, wie zum Beispiel Hodler, von großen Musikern wie Beethoven gibt. Gibt es eigentlich im heutigen Europa, global gesehen, große kulturelle Protagonisten? Oder ist Europa das Land der Kuratoren geworden? Das Land der Kuratoren, die also organisatorisch das, was Leidenschaft sein kann an Impulsen, zu Tode verwalten. Nicht? Also wir leben in einem Bauhaus-Gedenkjahr 2019 in Weimar, wo ich einige Wochen als Fellow an der Bauhaus-Universität verbracht habe, und in Dessau sind neue Museen entstanden, sehr schöne Museen. Was ich vermisst habe, ist die Frage in Europa, was wäre denn das heutige Äquivalent von Bauhaus? Gibt es heute einen Ort, wo neue Formen des Designs erfunden werden? Also das ist eine erste Perspektive. Wir sind eigentlich überrascht, enttäuscht, dass Europa das nicht mehr ist, was es sich immer noch selbst hält, nämlich das intellektuelle Zentrum des Planeten. Wir sind zweitens überrascht, oder ich bin jedenfalls überrascht, dass sehr viele europäische Intellektuelle, und vielleicht sind das in Deutschland mehr als in Frankreich, Spanien oder Italien, wie in einem Wettbewerb immer auf die Volksrepublik China setzen. Also man geht immer davon aus, dass die Zukunft der Volksrepublik China gehören wird. Es bricht eine gewisse Euphorie aus, wenn man berichten kann, dass China wirtschaftlich
oder militärisch oder technologisch mit den Vereinigten Staaten gleichgezogen hat. Und ich denke, es gibt so einen Konsens, die Zukunft wird China gehören. Ich weiß nicht, warum das so ist, und ich finde eigenartig, dass in diesem Zusammenhang eigentlich selten davon geredet wird, dass das ein Land ist, was keinen öffentlichen Raum hat, was keine Öffentlichkeit hat, was nicht nur keine parlamentarische Demokratie hat, sondern keinen öffentlichen Raum der Diskussion. Das könnte man jetzt im Einzelnen aufhören. Aber woher kommt eigentlich dieses Setzen auf China, was so weit geht, dass ich mich manchmal frage, wenn es denn einen militärischen Konflikt gäbe, ob die Europäer, wenn sie teilnehmen, ihre NATO-Verpflichtungen einlösen würden oder sich nicht lieber auf die Seite der Volksrepublik China stellen würden. Man, das frage ich mich tatsächlich. Also vielleicht ist das eine sehr kalifornische Perspektive. Eine dritte Beobachtung. Immer wenn ich als Amerikaner in Europa wieder ankomme oder wenn ich auch nur auf eine Landkarte sehe, also eine Weltkarte sehe, dann ist das, was einen an Europa begeistert, diese unglaubliche sprachliche und kulturelle Differenzierung auf engstem Raum. Ja, die Vielfalt der europäischen Sprachen, die Vielfalt der differenten Kulturen. Ich habe neulich in der NZZ geschrieben, dass also zum Beispiel, einige von Ihnen werden das wissen, die beiden Kulturen der Iberischen Halbinsel, es gibt mehr als zwei, aber sagen wir, die portugiesische Kultur und die spanische Kultur ganz grundverschieden sind. Und was mich verwundert dabei, ist eine Tendenz, die deutlich stärker geworden ist in den Jahrzehnten der Europäischen Union. Diese Stärke Europas, diese potenziell nicht nur kulturelle Stärke Europas, nämlich die kulturelle Differenzierung zu nivellieren. Nicht? Es gibt tatsächlich heute einen starken institutionellen Druck in Spanien, ich weiß überhaupt nicht warum, dass auch die Spanier um zwischen 12 und 1 zu Mittag essen sollen und nicht zwischen 2 und 3. Und ich erwähne das gerade, weil das relativ banal ist. Und nicht so spät zu Abend essen sollen und keine Siesta machen sollen, sondern wie in Portugal. Die Portugiesen seien doch vernünftig, die würden auch zwischen 12 und 1 essen. Also ganz, ganz eigenartig. Warum soll sozusagen die Stärke der EU in einer Nivellierung liegen? Ich weiß, dass in Brüssel alle europäischen Sprachen der Mitgliedsländer gesprochen werden sollen, aber es gibt ja auch dieses eigenartige EU-Englisch, ja? Also was alle sprechen, zum Beispiel in dem Institut, wo ich in Weimar in den letzten Wochen gearbeitet habe, gibt es einen Fellow aus Israel, der auch Deutsch versteht, aber wir sprechen beständig in diesem eigenartigen EU-Englisch. Ich weiß eigentlich nicht, warum ausgerechnet in Weimar. Und dann muss man sich fragen, das ist ja doch auch ein EU-Produkt, also als ehemaliger Professor, die Bologna-Reform. Die Bologna-Reform ist ja auch ein solches Institut der Nivellierung gewesen. Und ich behaupte einmal, aber vielleicht das also zur Provokation, dass die Bologna-Reform jedes nationale Bildungssystem schlechter gemacht hat. Ich kenne kein nationales Bildungssystem in Europa, was durch die Bologna-Reform besser geworden ist. Eine vierte Beobachtung. Und das bezieht sich nun direkt auf die Politik, ist ein breiter Konsens in Europa, ein breiter politischer Konsens in Europa, den ich und nicht nur ich für so grundlegend ansehen, für so solid ansehen, dass er eigentlich aus europäischer Perspektive nicht wahrgenommen wird. Ich denke, es gibt einen breiten Konsens, einen soliden Konsens in Europa, dessen, was ich gerne Sozialdemokratismus nenne. Sozialdemokratismus, weil das nicht von Parteien abhängig ist, die sozialdemokratisch heißen. Aus amerikanischer Perspektive oder aus asiatischer Perspektive ist zweifellos die Regierungspartei dieses Bundeslandes eine sozialdemokratische Partei, typologisch gesehen. Eine Partei, die den Wohlstandsstaat bejaht, zentral bejaht. Also das wird aber von innen nicht gesehen, das ist ein breiter Konsensus, der, denke ich, der Alltag der Politik ist. Man kann sagen, Wohlfahrtsstaat ist das, was in der Europäischen Union der Fall ist. Und das ist fusioniert, auch, wie Sie wissen, viel stärker als in den Vereinigten Staaten, viel stärker als in den meisten asiatischen Gesellschaften mit bestimmten ökologischen Elementen, mit bestimmten ökologischen Werten.
Ich nehme an, wenn ich noch die Möglichkeit hätte, also als Bürger eines EU-Staats zu wählen, dass ich diese Position wählen würde. Es geht nicht um eine Polemik gegen diese Position. Was mir auffällt, ist, dass dieser breite Konsens in Europa eigentlich nicht wahrgenommen wird, vielleicht auch in seinem positiven Wert unterschätzt wird und das scheint mir problematisch, beständig ethisch überhöht wird. Er wird nicht verstanden als ein politischer Konsens, sondern als ein ethischer Wert. Und wer dann nicht an diesem Konsens teilnimmt, wird ethisch verurteilt. Ja, also Obamacare zum Beispiel. Ich denke, dass Obamacare das Beste war, was uns Amerikanern innenpolitisch geschehen ist in den letzten Jahrzehnten. Trotzdem finde ich es interessant, dass es eine bestimmte Gruppe von Landsleuten, amerikanischen Landsleuten gibt, mit sehr geringen Jahreseinkommen, manchmal 25.000, 30.000 Dollar pro Jahr, die dagegen sind, dass man staatlich versichert wird, weil ihr höchster Wert darin liegt, ihr Leben sozusagen von jeder Intervention des Staats freizuhalten. Das ist nicht meine Position, aber ich denke, es ist eine Position, die man anerkennen sollte und nicht sozusagen durch ethische Begrenzungen ablehnen. Ich muss auch sagen, dass ich in diesem Sinn die Verurteilung des Brexit und die dominierenden Diskurse über den Brexit in der EU, vor allem in Deutschland, für zu hart gehalten habe. Nicht? Vor allem also als jemand meines Alters, es wurde ja argumentiert, die meisten Leute, die für Brexit, also für den Austritt des United Kingdom aus der Europäischen Union votiert haben, waren alte Leute. Und waren Leute, die nicht in großen Städten wohnen. Also so, als dürften alte Leute nicht mehr an Wahlen partizipieren und als dürften nur noch Leute, die in Städte über 2 Millionen, nicht München, wohnen, an Wahlen teilnehmen. Also das ist dieser Konsens, der in Europa nicht wahrgenommen wird, aber der zu sehr harten Urteilen führt und der auch eigentlich Diskussionsmöglichkeiten verschließt, ist etwas, was mir auffällt. Aber vor allem fällt mir auf, und das ist ja ein Thema für heute Abend, dass, obwohl man in vieler Hinsicht sagen kann, dass vielleicht das Modell der parlamentarischen Demokratie, das Modell des Wohlfahrtsstaats nie erfolgreicher entfaltet worden ist als in Europa, dass eine Dysphorie im Hinblick auf Europa vorherrscht, dass man eigentlich wenig Europa begeistert ist und sehr europaskeptisch ist. Was mögen die EU-Europäer an Europa? Schengen eigentlich. Ja? Dass man keinen Pass mehr vorzeigen muss, das findet man angenehm, finde ich auch ganz angenehm. Und dann auch, dass potenziell natürlich der Arbeitsmarkt sich für alle Mitglieder der EU-Staaten vergrößert hat. Aber ich denke, die permanente, eigentlich auf Automatismus gestellte Klage ist das, was dominiert. Nicht welcher Bürger in den EU-Staaten beklagt sich nicht über die immer wasserkopfartige Bürokratie in Brüssel, Luxemburg und Straßburg. Wobei, wenn ich mich frage, ich gar nicht weiß, ob die wirklich zu groß ist, aber man nimmt immer an, sie sei zu groß. Und dann gibt es ja noch den Eindruck, dass in den wirtschaftlich stärksten Demokratien in der EU, also Frankreich, Deutschland, etwa man den Eindruck hat und die Bürger den Eindruck haben, sie müssen Länder wie zum Beispiel Griechenland, vor allem Griechenland immer wieder, oder Portugal weiter finanzieren. Während, also ich war 2 Wochen in Portugal in der ersten Aprilhälfte, wenn man da die Plakate für die Europawahl sieht, hat man den Eindruck, dass alle portugiesischen Parteien ihren Wählern sagen, sie müssen Portugal gegen die Aktivitäten der starken, der zentralen europäischen Ökonomien. Also alle sind sozusagen unzufrieden. Und ich möchte abschließen, und ich werde nicht der Einzige sein, der das heute Abend tut, mit einer Reflexion über den Grund dieser Dysphorie. Nicht? Also wenn man dann EU-Bürger erinnert, es geht doch eigentlich sehr gut, sagen alle, ja doch, es geht schon sehr gut, aber es gibt keine große Europabegeisterung. Warum gibt es keine Europabegeisterung? Meine These heißt, dass das zu tun hat mit einer Ideologie des bequemen Lebens in Europa. Nicht? Es gibt ja so einen Diskurs in Europa,
dass jede Bemühung, die man freiwillig macht, eigentlich schon Stress ist und zu vermeiden ist. Überlegen Sie sich mal, wie oft das Wort Stress, man für keinen Stress, nur keinen Stress, nur keinen Stress, also auch nicht mehr machen als Student, nur keinen Stress. Stressvermeidung ist sehr wichtig. Es gibt sozusagen, was die Reduktion von Arbeitszeiten pro Tag oder pro Woche angeht, keine Grenze nach unten. Nicht? Man muss immer wieder sagen, also die Deutschen sind ja ganz besonders darauf stolz, dass sie nicht mehr das Volk der zentralen Arbeiter sind. Das sind die neuen gelassenen Deutschen. Oder es gab im Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt eine Werbung, die über Monate zu sehen war. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Tage des Jahres. Und das waren natürlich die Ferientage. Das sind die wichtigsten Tage des Jahres. Man hat den Eindruck, also nur in den Ferientagen ist man entspannt. Nur in den Ferientagen genießt man ein nicht entfremdetes Leben. Für mich ist der existenzielle Gegensatz dazu der College-Student an den prominenten amerikanischen Universitäten. Also wenn Sie von Harvard, Yale, Stanford, Princeton, if you want to graduate, dann haben Sie eine 80-Stunden-Woche oder eine 90-Stunden-Woche. Und dann gibt es immer noch diese Studenten, auch an Spitzenuniversitäten, nicht nur an schlechten Universitäten, die Weltklasse-Athleten sind. Ja? Also ich muss als Sportfan einmal sagen, Stanford, 6.000 Studenten, hat bei der Olympiade in Brasilien 35 Medaillen gewonnen und wäre Zehnter gewesen, wenn wir eine Nation gewesen wären. Und das sind alles Leute, 94% dieser Leute Medaillen gewinnen, they graduate from Stanford. Ja, das ist das Gegenteil dieses bequemen Lebens. Und wenn ich mit diesen jungen Leuten rede, von denen ich nicht weiß, wie sie überhaupt ihr Zeitbudget bewältigen, dann treffe ich da eine Euphorie, keine Dysphorie. Also das ist eine These. Jetzt möchte ich enden mit einer paradoxalen und mit einer tautologischen Reaktion darauf. Was kann man denn tun, wenn was dran ist an dieser Dysphorie produzierenden Ideologie, dieser Philosophie des bequemen Lebens? Macron hat ja eine ähnliche Diagnose festgestellt in den ersten Wochen nach seiner Wahl, La France est fatiguée. Und hat dann relativ konsequent versucht, denen, die dieses müde, dysphorische Leben doch auch wieder genießen, die ökonomische Grundlage zu nehmen. Und das hat zum Protest der Gilets Jaunes geführt. Und die Gilets Jaunes sind keine Gruppe in Frankreich, mit der ich mich politisch identifizieren würde, aber die Gilets Jaunes haben eine Energie gehabt. Die Gilets Jaunes haben ein politisches Innovationspotenzial gehabt. Die Gilets Jaunes sind in eigenartiger Weise nicht dysphorisch gewesen. Also vielleicht kann man durch Provokation über diese Dysphorie hinauskommen. Das wäre die paradoxale Reaktion auf die Dysphorie. Die tautologische Reaktion ist die des für mich sehr bedeutenden deutschen Philosophen Peter Sloterdijk, der einmal gesagt hat, die Stärke der Europäischen Union, auch im Kontrast zu den Jahrzehnten, als Weltkriege in Europa ausbrachen, liegt gerade in ihrer Mittelmäßigkeit, liegt gerade darin, dass die EU keine großen Visionen produziert, sondern dass die EU die Alltäglichkeit der Politik erfolgreich und in bewusster Mittelmäßigkeit abwickelt. Aber die Reflexion darüber, meine Damen und Herren, ist ganz auf Ihrer Seite, weil Sie ja, die meisten von Ihnen, die EU-Bürger sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.